Hallo zusammen und bevor wir anfangen, ein ganz kurzer Disclaimer. Ich habe den Aladdin-Film noch nicht im Kino gesehen und nach dem, was ich bisher an Reviews gesehen habe, habe ich auch kein großes Interesse daran. Allerdings geht es ja auch nicht direkt um den Film, sondern mehr um die Presse um zu. Von daher sehe ich kein großes Problem damit, dieses Video zu machen, ohne den Film gesehen zu haben. Und nachdem wir es geklärt haben, hier ein ganz kurzer Refresher dazu, was Aladdin überhaupt ist. Ein Straßenlümmel verliebt sich in eine Prinzessin und wird dafür eingesperrt. Er wird dann von einem vollkommen normal und harmlos aussehenden alten Mann aus dem Knast befreit. Unter der Voraussetzung, dass er dem alten Mann eine alte Lampe bringt. In der Lampe ist zufälligerweise ein Djinn, der Straßenlümmel wird zu einem Prinzen, es passiert Disney-Movie-Zeug und es gibt ein Happy Ending. Wichtig dabei ist, dass das Ganze in Agrabah stattfindet. Also irgendwo im fiktiven Nahen Osten. Das heißt, es gibt einen ganzen Haufen von Leuten, die nicht weiß sind, so wie es in der Region der Welt üblich ist. Allerdings wäre es nicht so, als wäre das ein komplett abgeschatteter Ort, wo niemand rein darf. Also hat man im neuen CGI, Real Life, was auch immer Remake-Film einen weißen Typ gecastet, der eine sehr unbedeutende Rolle spielt. Und Kritiker haben sich eingeschissen. Hauptsächlich, weil wir einen einzigen weißen Charakter in einem der Trailer gesehen haben. Und man redet von der Gentrifizierung von Agrabah. Und das, obwohl im selben Artikel zugegeben wird, dass der höchstwahrscheinlich eine sehr, sehr unbedeutende Rolle spielt, als einer von den Typen, der Prinzessin Jasmine flachlegen will. Und auf der anderen Seite ist sowas hier eine relativ übliche Aussage. I get when people say, well, my book is influenced by Nordic culture, so I want more white people. Okay, that makes sense, and I'm totally fine with that. But I'm also going to point out that you can change it to just have them there, and that's fine, because it's fake. Und das ist der Punkt, den ich nicht verstehe. Das muss mir einer von euch irgendwo erklären. Warum ist es okay, wenn ich einen weißen Charakter als schwarz caste, aber wenn ich einen meinetwegen asiatischen Charakter als weiß caste, ist auf einmal alles für'n Arsch? Den Unterschied muss mir bitte einer erklären, weil ich sehe ihn nicht. Das ist in meinen Augen das exakte selbe. Wir haben einen Charakter, der eine andere Ethnie oder was auch immer hat, wie der Schauspieler, der ihn, sie oder es oder was auch immer spielt. Und im einen Fall rasten Leute aus und im anderen Fall ist alles okay. Sorry, ich weiß, ich ramble gerade, aber bitte, irgendjemand gibt mir eine Erklärung, die nicht einfach auf das hier hinausläuft. You're fucking a white male!